So. Episode 2. Judge Dizzy. Ich hoffe, ihr seid heiß. Heute wird richtig eine abgerichtet. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe heute mal das Büro umgebaut. Nee, hier. Kann man das lesen? Ist das jetzt groß genug, meine Damen und Herren? Letztens haben sich ja Leute im Saal beschwert, dass es ein bisschen zu klein ist und die Brille wohl nicht ausgereicht hat. Ich muss nochmal die Brille putzen, mir ist so warm. Wollt ihr mich verarschen, das ist immer noch zu klein? Was? Wo habt ihr eure Brillen? Müssen wir noch mehr reinzoomen? Oh, Samba! Okay. Okay, so? Kann man das jetzt lesen? Scharf? Groß? Geht? Letzte Mal viel besser? Willst du mich verarschen? Also wir können auch so machen. Passt das? Ist euch das jetzt groß genug, die alten Herren und Damen? So? Entschuldigung, ich habe mein Richterwerkzeug gar nicht in Hand genommen. Zwei Stufen kleiner geht auch noch. So. Ich schwitze wie ein Schwein hier drunter. Das kannst du ja bitte nicht aushängen. Junge, ich bin über 40. Entschuldigung, Nocturne. Aber wenn du weiter so rumjammerst, wirst du hier rausgeschmissen aus dem Gerichtssaal. Kannst du ja bitte nicht ausdenken. So, ab ins Gericht. Kennt irgendjemand dieses Format nicht und weiß nicht, worauf er sich hier einlässt? So hebe er die Hand. Wir wollen ja Menschen hier nicht dumm sterben lassen. Hier. So. Einspruch. Ruhe! Einspruch abgelehnt. Wegen 0 und 1 ein Schwachsinntext. Was bist du denn jetzt duschen gegangen? Ja, ich weiß auch noch nicht, warum ich jetzt duschen gegangen bin. Folgendes, meine Damen und Herren. Sie befinden sich hier im Gerichtssaal bei Judge Dizzy. Wir judgen heute Low Fuel Motorsports Reports. Das heißt, wir gucken uns heute den Rennverlauf an, in dem es wohl Probleme gab. Und da urteilen wir. Ihr seid die Jury, ich bin der Richter. Ihr hängt sie an den Galgen. Ich mach den Boden weg. Okay? Scheiße, ich muss Brille nochmal putzen. Das beschlägt alles so. Die Feuchtigkeit sammelt sich unter der Matte. Scheiß Vorbereitung. Duschen war kacke. Herr Richter, ich muss mal. Kann mal bitte jemand von der Gerichtspolizei diesen jungen Mann 2 Minuten rausschmeißen aus dem Saal? Die Scheiße kann man sich ja hier gar nicht geben. Was ist denn da los? Quatsch bitte nicht dazwischen in der Gerichtsverhandlung. Kopfhörer über den Locken triggert mich. Ja, mich auch. Aber ist egal, geht nicht anders. Sonst können wir uns nicht unterhalten. Verdammte Scheiße. So, was haben wir denn hier? Ich muss mal ganz kurz mir das Material anschauen. Ob wir, nee, können wir, ersten Report können wir gleich wieder wegmachen, weil schon wieder Käse drauf. Nächsten Report auch wegmachen, ist auch schon wieder Käse drauf. Mann, ey! Was ist hier? Das können wir sehen. Gut, meine Damen und Herren, ich bereite den ersten Fall vor. Ich lese die Anklageschrift vor. 11 kommt in dieser Runde aus der Box wegen einer absolvierten DT und stößt mich an. Nicht schlimm, aber absolut unnötig. Ha, 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 ha. Wenn ich das schon wieder lese, warum gibt's denn dafür einen Report? Sag mal. Meine Damen und Herren, ich muss kontrollieren, ob alles weg ist. Wir können umschalten, wir können reingehen. So. Auf jetet. Viel zu leise.
So, jetzt frage ich mich. Jetzt frage ich mich. Ja? Was soll ich mit der Info anfangen, dass der aus der Box gekommen ist, um eine DT zu absolvieren? Was soll ich damit anfangen? Danke an euch alle. Was soll ich damit anfangen? Eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Schuldig, Dicey 47. Twitch Prime is not a crime. Was soll ich damit anfangen? Hä? Was ist das hier? Also jetzt mal erstmal unter uns, der ist ja eingeschlafen auf der Dings hier. Auf dem Apex. Was wollt ihr denn da machen? Wollt ihr in der Kurve campen? Wollt ihr ein Nachtlager aufschlagen oder was? Mann. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, irrelevant abgelehnt. Aber ich bin nicht der Einzige, der entscheidet. Wir haben auch noch eine Jury. Absolut irrelevant. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Meine Damen und Herren, wir müssen noch mal ganz kurz durch den Katalog gucken. Ja, es gibt da ja, wir müssen kurz ins Büro. Wir müssen kurz ins Büro. Was wollen wir jetzt damit machen? Hä? Was sollen wir dem da reindrücken? Da gibt's doch gar nichts zum Reindrücken. Das ist doch, also jetzt mal wirklich. Das ist doch nix. Eigentlich. Das Einzige, was wir da reindrücken können, was sinnvoll wäre, wäre Permaban. Wegen schwachsinnigen Report. So, aber eine Sache, bevor wir das jetzt hier durchgehen. Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. Theoretisch könnten wir das in Absatz 3 reindrücken. 3b. Könnten wir theoretisch machen. Aber wollen wir das machen? So, wir wissen nicht, ob er aus der Box kommt. Weil wenn er aus der Box kommt und eine DT abgesessen hat, könnte man sagen, ist ein bisschen reckless driving, weil Reifen kalt sind. Okay, könnte man sagen. Aber das wissen wir ja nicht. Das ist doch Quatsch. Wir haben keinerlei Informationen. Wir sehen halt einfach nur, wie er bremst und der andere steht auf dem Apex auf der Rennlinie. So, pass auf. Und jetzt gehen wir mal kurz in den Saal zurück, ja? Und dann lesen wir noch mal kurz die Anklageschrift vor. Anklageschrift besagt, kommt in dieser Runde aus der Box wegen absolvierter DT und stößt mich an. Nicht so schlimm, aber absolut unnötig. Was ist das für ein Text? Nicht schlimm, aber absolut unnötig. Ja, warum reportest du das denn? Wenn das nicht so schlimm ist, warum reportest du das? Frage ich mich gerade. Warum wird das denn reported, wenn es nicht so schlimm ist? So, das Ding ist halt, das wird reported, weil man Plätze verloren hat. So. Aber ganz ehrlich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, no further actions, weil es Rennunfall. Wir haben keinerlei Informationen, wie der Status ist bei den Reifen. Er hat ein bisschen gepennt und auf dem Apex ist, also sein Auto ist ein bisschen ins Rutschen gekommen und der andere hat halt optimal die Kurve genommen. No further actions. Wäre mein Urteil. Aber wie sieht's denn da bei euch aus?
Das ist ja immer noch die wichtigere Frage. Weil das entscheidet ja nicht nur ich. Wir haben ja auch hier eine Jury. Also, hier habt ihr nochmal den Katalog. Könnt ihr nochmal reingucken. Dankeschön, Frau Schuhe. Je mehr sie schleimen, desto besser ist das. Schleimen sie sich ruhig richtig ein. Ich finde es übrigens sehr komisch, eine Katze auf dem Schoß zu haben, währenddessen ich im Gerichtssaal sitze. No further actions. Aber was schreiben wir da bei no further actions hin? Was wollen wir dem denn mitteilen? Huh? No further actions. Ist nicht schlimm, aber auch unnötig. Das Problem ist, wir müssen das mit einer gewissen Seriosität machen. Wenn ich jetzt der alleinige Besitzer des Dienstes wäre, würde ich das da reinschreiben. Ist nicht schlimm, aber auch völlig unnötig, dieser Report. Eigenverschulden wegen zu niedriger Geschwindigkeit in Danke der Kurve. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ist das ich jetzt, so tschüss, raus, peace. Ist das so eine Mitteilung, die man da geben möchte? Ich glaube nicht, dass das die richtige Mitteilung ist. Das sendet falsche Signale. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit auf dem Apex kam es dazu, dass jenes Auto hinter dir Ideallinie gefahren ist und das... Nee, das geht auch nicht. Das klingt scheiße. Nee, eben, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er zu langsam gefahren ist. Das ist Quatsch. Wir wollen ja was Sinnvolles mitgeben. Aber es ist trotzdem no further actions. Also ich würde ganz ehrlich, würde da nicht judgen und ihm eine Strafe geben. Weil es wirklich legitim ein Rennunfall ist. Die Frage ist nur, mit welcher Begründung geben wir das weiter an denjenigen? Ich brauche einen Schreiberling. Ich arbeite schon dran. Ich habe letztens schon mit einem Schreiberling gesprochen. Im Straßenverkehr wäre der hintere schuld. Wir sind hier aber auch nicht im Straßenverkehr. Wir sind nicht im Straßenverkehr, meine Damen und Herren. Das hier ist Rennsport. Wer auffährt, hat Schuld. Dann müssen wir ihm eine Strafe reindrücken. Dann müssen wir ihm eine Strafe reindrücken. Und jetzt ist die Frage, wollen wir in Episode 2 schon so hart ins Gericht gehen? Wollen wir da so hart ins Gericht gehen? Also es ist eine Mischung aus beiden. Beide haben Scheiße gemacht. Sowohl der eine war ein bisschen langsam, hat einen Fehler gemacht, als auch der andere, der sich übernommen hat. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde da keine Strafe aussprechen. Darf man das nochmal sehen? Absolut, sehr gerne. Wir öffnen. Wir gehen zurück in den Saal. Hier, meine Damen und Herren. Twitch Prime is not a crime. Borkenfarmer, dankeschön für dein Prime. Nee, keine blaue Flagge. Keine blaue Flagge. Keine blaue Flagge, nichts vorhanden, ne? Ja.
Der hintere ist voll auf der Bremse, ja. Ich kann die Eingaben leider nicht zeigen, weil da sind Namen drin. Das geht nicht. Der steht bis auf, der steht auf dem Stempel und hat auch noch mal, immer noch mal nachjustiert. Chat, Jury, der Richter hat gesprochen. Der Richter hat gesprochen, wir gehen rein. Wir machen hier nichts Zärtliches mehr, okay? Heute ist nichts zärtlich. Hier, rein ins Büro. Es wird Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. 3B, 60 Elo und 0,3 Safety Rating. Weg. Schluss. Auch wenn ich zärtlich wäre und sagen würde, no further actions. Aber geht nicht. 60 weg, Abfahrt. Und 0,3 Safety Rating Punkte. Causing a collision. Zack. Mit den Worten, man sollte auf den Verkehr achten und Rücksicht auf die Mitfahrer nehmen. Das Ganze nochmal in Englisch. Scheiße, wie heißt denn Rücksicht auf Englisch? Nee, für den hinten. Für den McLaren gibt es eine Strafe. Backside? Come on. Was ist denn jetzt das Ganze wieder auf Consideration? Nee. Oh, stimmt. You should drive respectful with your opponents. Please make sure to avoid collisions with other cars. Punkt. Weg. Strafe ist raus. Yes. Very good. Next. Rear ending in the braking zone habe ich jetzt hier drin. Aha. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob wir das wieder zeigen können. Es dauert einen kleinen Moment. Sieht gut aus. Also, meine Damen und Herren, folgendes. Ich lese die Anklageschrift vor. Fahrer Nummer 19 geht beim Bremsen kurz von der Bremse runter. Verzögert viel zu spät und versucht nicht mal auszuweichen und fährt mir direkt hinten auf. Eigentlich würde ich ja gleich minus 60 und SR minus 0,3. Wenn ich das schon wieder lese, voll durchgezimmert wahrscheinlich, volle Esse. So, Rin, wir gucken uns das Beweismaterial an. Warum ist das übrigens alles auf Misano und immer in derselben Kurve, verdammte Scheiße? Können Leute nicht bremsen in der Kurve? Da muss man Trail brechen. Schauen wir. Also ich möchte das ja respektieren. Ich möchte das wirklich respektieren. Aber was zum F machen Leute bitte, was zum F machen Menschen auf ihren Bremsen? Ich möchte ja langsame Fahrer bitte, beim besten Willen, möchte ich langsame Fahrer hier nicht
vor Gericht zerren und sie auseinanderzurren. Aber bitte bremst doch mal oder versucht doch mal ordentlich zu bremsen. Und nicht einen halben Kilometer vorher. Ich meine, der hinten ist schon schuld, weil er keine Rücksicht nimmt. Aber meine Herren. Wie viel Geschwindigkeit hat er vorne? Er hat hier schon 107 drauf. Normalerweise fährt man da vorne mit 107. Am Apex, wo der andere ist. Also davon mal abgesehen, spielt jetzt keine Rolle. Aber, excuse me, Officer. Scheiße, ich hätte den Text mal copy-pasten sollen. Wobei, der ist schon, der ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Wo seht ihr denn den Namen? Man sieht doch gar nichts. Also nicht alles. Okay, wir machen es natürlich wieder like a German, ihr Richt, verstehst du, wie ich meine, meiner? Wir rücken das hier rüber und dann siehst du nichts mehr. Okay, für nächste Mal. So, meine Damen und Herren, warten Sie mal kurz. Wir müssen das erst alles wieder kurz vorbereiten, zurück in den Gerichtssaal. Aber ich denke mal, wir sind uns da wieder einig. Ich habe schon eingeloggt, minus 60, SR30. Sind wir uns da einig? Die Junioren aus dem Chat. Sind wir uns einig? Scheiße. Stuhlsen hat mir schon wieder einen schönen Text kopiert. Endlich mal ein fähiger Mitarbeiter hier vor Gericht. Den hat er wahrscheinlich aus seinen eigenen Reports kopiert. Davon hat Stuhlsen nämlich schon einige gesammelt, meine Damen und Herren. Ruhe, nur den Witz darf ich machen. Nur den Witz darf ich machen. Kein anderer, okay? So, meine Damen und Herren, Report ist raus, weg, haben wir entschieden. Was haben wir denn hier? Ist gleich nochmal dasselbe. Was haben wir denn? Fahrer 23 fährt mir kurz vor der Bremszone bis an die Stoßstange auf und versucht nicht mal vorsichtig ranzubremsen und haut mich in diesem Rennen schon das zweite Mal raus. Magga, wenn das jetzt wieder derselbe ist und wieder in derselben Kurve, dann raste ich aus. Ich logge jetzt schon ein, weil ich habe an den Reporter aus der Runde davor. Aus der Runde davor, also verstehst du? Wir gucken. Wir gucken. Moment. So. Was war ich sehend? Was war ich sehend? Da ist gar keine Bremseingabe. Hier ist... Also ab hier fängt er an zu bremsen. Hier. Ab hier fängt er an zu bremsen. Das funktioniert gar nicht. Im Leben kommt er da nicht durch. Was zum F ist mit den Leuten los? Lassen die ihre Neffen, Enkel oder was auch immer fahren? Das ist doch schon wieder genau derselbe Mist. Da brauchen wir doch schon wieder gar nicht drüber judgen. Ist doch schon entschieden. Aber ganz ehrlich, so wie der gerade gefahren ist, muss ich erstmal gucken, ob der noch weitere Strafen hat. Ob der weitere Penalties hat.
Nee, er hat noch keine. Bronze. Bronze ist er. Und dann hat er auch noch ein Safety-Rate. Okay, alles klar. Gut, aber Bronze hat ja jetzt erstmal nichts zu sagen. Es gibt ja auch sehr gute Bronzefahrer. Aber Copy-Paste ist wieder dasselbe Ding. Aber ich würde ihm gerne, ganz ehrlich, für den Heat würde ich ihm sogar noch mehr geben. Ich würde ihm ehrlich gesagt noch viel mehr geben. Aber leider Gottes haben wir keine Option, ihm noch mehr zu geben. Wir müssen kurz ins Büro. Wir müssen kurz ins Büro. Haben wir die Möglichkeit, da noch mehr reinzudrücken? Verursachen von Unfällen in Lab 1. Nee, es ist leider nicht absichtliches Verursachen eines Unfalls. Eigentlich können wir ihm das Ding voll reinjeden, weil das war Absicht. Das war Absicht. Also ganz ehrlich, der stand nicht mal auf der Bremse. Volle Esserin gejietet. Da wurde nicht gebremst, gar nichts. Einfach komplett volle Esse weggejietet. 5A oder 3D? 3D ist einfach zu... 3D ist einfach... Also wirklich, es tut mir leid, 3D ist mir zu zärtlich dafür. Also hier würde ich in voller Härte würde ich durchziehen. Da würde ich einen Hammer schwingen. Aber volle Granate. Voll rinhalten. Mir juckt's unter der Mütze. Könnte 5A... Jury! Könnte 5A eventuell ein bisschen zu hart sein? Ist 5A zu hart? Wir müssen... Chat, wir müssen uns das nochmal ansehen. Es könnte wirklich sein, dass 5A zu hart ist. Könnte. Weiß ich noch nicht. 5A könnte zu hart sein. Ihr seid mein gutes Gewissen. Ich brauche euch, weil ich bin richtig hart bei so einer Scheiße. Ich kann keine Bremspedaleneingabe zeigen. Geht nicht. Das sieht man doch an der Bremslichter. Der schiebt den doch richtig weg. Guck mal, jetzt hat er ihn schon volle Esse weggejietet. Und jetzt fängt er an zu bremsen. Nee, Chat, also ganz ehrlich, ich handle hier im allgemeinen Interesse der LFM. Es wird keinen 3-Tage-Ausschluss geben. Es ist die erste Verwarnung, er wurde vorher noch nie reported, dafür kann er nicht gleich einen 3-Tage-Bann kriegen. Es tut mir leid, da wird mir das Herz weich. Ich möchte ja Anfänger nicht vergraulen. Es wird nur 3B. Mehr wird's nicht. Es wird nur 3B. Auch wenn ihr das wollt, aber das geht so nicht. Nein. Nein. Nein und nein. 3B, D, C. Ihr wisst, was ich meine. Mm-mm. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Was haben wir denn noch? Ich muss immer erst kontrollieren, ob das funktioniert, ob wir uns das angucken können. Es kann ja wohl bitte nicht wahr sein. Es ist derselbe McLaren. Puh. Manga. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass schon wieder beide da sind, okay? Also es ist wirklich beide, es sind wieder beides dieselben, okay? Fehler Nummer 23, rejoint einfach ohne auf den Verkehr oder Radar zu achten. Haut mich einfach raus. Es ist wieder derselbe. Es tut mir wirklich leid für den jungen Mann. Seine Experience ist nicht gut. Aber gucken wir rein. Da muss ich aber ganz schnell groß.
Da muss ich aber ganz schnell groß. Und das ist wieder genau derselbe Herr wie aus dem anderen Report. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, darauf habe ich ein bisschen gewartet, aber das ist für mich jetzt dann also wirklich. Also ganz ehrlich, zwei so eine Dinger, ne? Da wird auch wahrscheinlich die LFM mit mir d'accord gehen. Das wird jetzt 3 Tage, ist hier Pause. Causing a collision. 3 Tage Bann. Ruhe im Karton. Aber das ist auch nicht... Wir brauchen denn 4A? Hast du Lack gesoffen? Entschuldigung? Das wird aber nicht 4A. Entschuldigen Sie bitte, Herr Stuhlsen, Herr Gerichtspolizist, haben Sie ein bisschen Lack gesoffen, frage ich Sie gerade. Wollen Sie mich verkackeiern? Der nette Mann hat 2-mal hintereinander so ein Ding gejietet. Wie 4a? Was sollen wir denn da jetzt noch machen? Sollen wir ihm noch ein Entschuldigungsschreiben hinterher schicken? Oh, schade, dass das für Sie da so unglücklich ausgegangen ist. Wollen wir Sie ein bisschen... Komm, wir nehmen Sie noch einen Arm, dann können wir noch ein bisschen kuscheln. Und dann... Oh, ja. Sagen Sie mal. Die Sachen werden einzeln bewertet. Nee, eben nicht. Da dieser Fahrer 2 Rennen hintereinander sich rücksichtslos verhalten hat. Es tut mir leid, das können wir nicht unabhängig voneinander betrachten. Und wissen Sie noch was, Herr Stuhlsen? Das war 3-mal hintereinander derselbe McLaren, der weggeheatet wurde. Der tut Danke mir auch ein bisschen leid. Für den müssen wir jetzt mal Gerechtigkeit an den Mann bringen. Sag ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Das war sogar am gleichen Rennen. Bald sind noch viel die 2 Jahre voll, die Zestier, die Zestier. Noch viel schlimmer. 5a, 3 Tage weg. Psch. Unsafe Rejoin. So, jetzt brauche ich aber für Unsafe Rejoin, hat da jemand mal aus der Gerichtskartei, hat dir mal was einer fertig gemacht? Stuhlsen, guck mal in deine Reports, bitte. Entschuldigung, Stuhlsen, Verzeihung. Entschuldigung. Wenn du von der Strecke abgekommen bist und wieder... Aha, guck mal, Stuhlsen hat... Selbst den hat Stuhlsen schon parat. Dankeschön, Herr Gerichtshelfer Stuhlsen. Prima. Das finde ich sehr toll. Jetzt weiß ich auch, warum Boris mir gesagt hat, ich soll vorgefertigte Texte benutzen. Ich verstehe. Dankeschön, Herr Stuhlsen. Großartig. Prima. Wirklich. Ganz klasse Mitarbeit hier heute von Ihnen. Dafür, falls Sie Ihr Auftaucher im Report, werden wir das natürlich ein bisschen milder betrachten. Das wird jetzt hier auf jeden Fall 3 Tage. 72 Stunden Pause, 80 Rating minus und ein SR von minus 0,4. Es tut mir wirklich leid, aber da kann ich nicht zärtlich judgen. Da juckt es mir im Hammer, wenn ich sowas sehe. Im selben Rennen 2-mal jemanden so wegjeden. Also wenn ich jetzt nochmal von dem McLaren den Report sehe, dann fange ich an zu weinen. Und dann, es ist halt wirklich, oh nein. Oh Chad. Es ist nicht derselbe. Okay. Es ist nicht derselbe. Okay. Es ist nicht derselbe. Nein. Das wäre übrigens schon zum 4. Mal. Nein, ist es nicht. Ich musste kurz... Okay. Stuhlsen, das ist nur ein Witz. Es ist ein Witz, Stuhlsen. Natürlich kriegst du nicht andauernd Reports. Du bist ein guter Fahrer. Okay, wir lesen die Anklageschrift vor. Opponent hit me in the left rear and caused me a spin. I lost all my positions and fall to the back. And guess what? It's in the first round. Da brauchen wir ja nicht überlegen. Report ist drinne. Erste Runde wird richtig brutal bestraft. Aus dem ganz einfachen Grund, weil in der ersten Runde sollen die Leute sich beherrschen. Verdammte Scheiße. Da brauchen wir eigentlich gar nicht reingucken. Machen wir aber trotzdem. Wir wollen ja was lernen, wa? Also, rin.
Tja, ich will jetzt nicht sagen, das ist mir heute auch schon passiert, aber das ist mir heute auch schon passiert. Aber in der ersten Runde ist halt echt scheiße. Ich habe es übrigens nicht reported, aber mir ist das aber auch, also mir ist es eigentlich egal, aber erste Runde müssen wir hart bestrafen. Ist so. Wir müssen die erste Runde müssen wir hart bestrafen als Judge. Und da brauchen wir auch gar nicht weiter gucken aus den folgenden Gründen, damit die Leute sich das in der ersten Runde abgewöhnen, rein zu jeden und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Da brauchen wir gar nicht gucken. Er steht auf der Bremse und dann trifft er die Bremse doch nicht mehr. Ja, also hätte man alles vermeiden können, ne? Also ich sag's so, wie es ist, hätte man vermeiden können. Also hätte man Dicke vermeiden können. McLaren hätte weiter außen fahren können. Hätte Fahrradkette. Und der Dings hier hätte weiter innen fahren können. Ich habe auch keine Ahnung, warum der sich so weit raustragen lässt. Weil der steht hier, steht er voll auf dem Stempel. Und dann bremst er runter. Und hier lässt er sich so weit rausfahren, warum auch immer. Aber ich sag's extra. Also normalerweise würde ich persönlich, das als Rennunfall durchgehen lassen. Aber hier bin ich nicht entscheidend, sondern LFM. Und das ist Lap 1. Und Lap 1 wird einfach maßlos draufgeknallt. Da wird reingeballert. Voll reingehalten. Erste Runde, 4B. Gehen wir hin. 4B ist folgendes. Rücksichtsloses Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge ist Quatsch. Wir wollen 4B vorlesen. Verursache von Unfällen in Lap 1. 80 Elo, 40 Safety Rating, weg. Mach doch bitte den zehnten Browser noch auf, Nils. Bitte. Tu mir den Gefallen. 40 Safety Rating. Herr Stuhlsen, ich frage ungern, aber haben Sie eventuell auch das Schriftstück schon fertig gemacht für den Angeklagten? Damit er sich das nochmal erlesen kann? Hatte ich noch nicht den Fall. Hattest du noch nicht den Fall? Doch, den Fall hast du vorhin gerade reingezimmert. Das war das mit der Causing Collision. Und mit der Bremse. Den hast du schon mal gehabt. Doch, doch. Doch, doch, den Fall hattest du schon mal. Doch, doch, komm. Ich weiß, dass du den hattest. Also, ich hatte den schon. Haha. Ohohoho, Herr Marvin. Guck mal hier. Aha. Hier, wir erkennen hier ein Muster. Denn jetzt gerade sprechen alle Leute vor, die gewissermaßen bei der LFM schon mal Reports gekriegt haben. Schön, dass ihr das offenkundig zeigt. Das finde ich toll. Dafür muss man sich auch nicht schämen. So, was haben wir denn hier jetzt? Können wir schon wieder vergessen, brauchen wir uns nicht angucken, weil Nametag an ist. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier. Excuse me, Officer, können wir das ein bisschen leiser machen? Okay, das können wir auf jeden Fall zeigen. Hier haben wir keine Probleme. Wir gehen rein. Auf jedet. Feuer frei, Marianne. Ist das Laguna Seca? Was ist das für eine Strecke? Nürburgring. Namen. Wir dürfen Namen nicht zeigen. Schmu. Weil hier geht es um die Anonymität der Fahrer.
Anklage machen wir gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Laguna Seca gekommen bin. Ja, manche Menschen haben Nametags an und deswegen, das können wir nicht zeigen. Was machen wir denn jetzt gerade hier? Okay. Ist das Lab One? Nee. Also, ja. Play? 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 Oh, der geht aber ganz weit raus. Du bist aber bluthungrig, Stuhlsen. Du bist aber... Herr Stuhlsen, sind Sie bluthungrig heute? Wieso ist das denn jetzt auf einmal bei Ihnen 3B? Warum ist das bei Ihnen denn 3B? Wäre es nicht eventuell auch mal ein Rennunfall? Verdammte Scheiße, wie 3B? Was? 3B? Guck dir das mal an hier. 3B. Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. Er war nicht mal auf dem Gas. Der ist hinterhergerollt. Auf der Bremse. Der ist zu lang. Herr Götz auch mit einer 4B? Das war doch nicht in der ersten Runde. Das war doch niemals in der ersten Runde. Und Reach Out Agency, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, willkommen. Das ist doch nicht die erste Runde. Sag mal, das ist Runde 12. Hier, 11, 12, 13. Herr Götz, jetzt wird's ja wild. Möchten Sie vielleicht den neuen Judge machen, Herr Götz? Sag mal, jetzt kommen die ganzen... Guckt euch das mal an, die ganzen eingefleischten Rennfahrer. Hier, Herr Stan, Aston Martin V12-Rakete. Kommt hier um die Ecke? Naja, also da will ich jetzt aber auch mal sagen, dass das ein Rennunfall ist, ne? Sag mal, bitte, das ist also wirklich... Wie kann man so hart und gefühllos sein? Wie kann man so hart und gefühllos sein als Rennfahrer? Hier wird ja alles bestraft. Hier wird ja alles bestraft. Irgendwann, wisst ihr, fahren wir durch die Kurve mit 10 und dann fährt hier hinten Danke einer rein. Und der... Ruhe! Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Stuhlsen giftet A Tier 1 Sub 2 IM Star. Ruhe im Saal. They have given 118 gift subs in the channel. Ruhe! Bestechungsgelder. Ich sehe Bestechungsgelder fließen, damit Herr Stuhlsen sein Material durchboxen kann. Sage mal, was ist denn das hier? 3B. Da wird dem 60 Elo abgezogen, weil der andere sein Auto durch die Kurve trägt, oder was? Wo kommen wir denn da hin, Chat? Wo kommen wir da hin? Wollen wir noch Rennen fahren? Irgendwann sind wir mit dem scheiß Rollator unterwegs. Vor allen Dingen Intentional Wreck, einfach voll mit Absicht, wie man sieht. Was denn für eine Absicht? Was denn für eine Absicht? Also bei dem Text, das ist schon wieder eine große Frechheit, wenn ich das lese. Intentional Wreck, einfach voll mit Absicht. Nee, der Dude stand auf der Bremse und du bist durch die Kurve geschlichen wie ein Weihnachtsmann. So. Trotzdem, 3B, ist ja gut, ist ja in Ordnung. Wir wollen ja hier die Jury nicht, wir wollen ja die Jury nicht erzürnen. Verzeihung, ist ja gut.
Wenn ihr so hart ins Gericht wollt, 3B, es ist weg. Okay, ist ja gut. So, wir haben mal wieder einen schönen Lab 1er hier. Ei, da wird's ja, jetzt wird's wild. Ich fühl's schon. Ich kann's schon fühlen. Ich kann den Lab 1er schon fühlen. 4A, Chat. Da brauchen wir, es ist Lab 1, es ist egal, was jetzt hier gerade passiert. Es ist 4A. Und wisst ihr was? Wir sind auch noch in GT4 unterwegs. Das wird noch viel wilder. Los geht's. Wir gucken. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Das also, ich bin sprachlos. Also das ist ja schon, das, also, Yeet? Also, das ist doch, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken, was da passiert. Der, also, da könnten wir ja schon fast 3 Tage aussprechen, sag mal. Der hat ja richtig geschlafen. Wie sieht seine Historie aus? Da brauchen wir gar nicht gucken. Das Map, das ist Runde 1. Das ist Runde 1. Runde 1, das ist einfach 4B. Da müssen wir gar nicht drüber reden. 4B, Abfahrt. Verursachen von Unfällen. In Lab 1. Peng, puff, aus, die Maus. Mann. Was sind das für Reports immer? Wisst ihr, was ich daran richtig krass finde? Dass die Leute sich die Mühe machen und sich eine halbe Stunde hinsetzen, um die Sachen zu machen. Anstatt sie miteinander sprechen. Ich würde es viel schöner finden, wenn die miteinander mal reden würden. Dass sie die Situation gemeinsam mal irgendwie so ein bisschen ausklamustern. Übrigens, den anderen Dude, der mich vorhin in der Runde 1 weggejiedet hat, den könnte ich jetzt auch reporten. Hat mir noch keine Nachricht geschrieben mit, ey, sorry, ich habe mich vielleicht ein bisschen verbremst oder so. 4B, 80, weg. Tschüss, abgemeldet. Ich wurde gerade aus der, von den Gerichtsmedizinern, wollte ich sagen, von den Helferlingen darauf aufmerksam gemacht, wir sind zu langsam heute. Was haben wir denn hier? Okay, Audi. Können wir eigentlich grundsätzlich schon mal... Warte mal kurz. Ah ja.
Meine Damen und Herren, ich verlese die Anklageschrift. Punkt, Punkt, Punkt ist mir mit zu viel Gas in der zweiten Kurve gefahren und hat mich dadurch am Heck getroffen. Ich wurde gedreht. Mehrere andere Fahrzeuge wurden dadurch auch getroffen. Ratet mal, welche Runde das ist. Scheiße, der Report ist weg. Nein! Fuck! Ist das der hier? Okay, never mind. Okay. Gucken wir uns mal dieses Yeet-Fiasko an hier. Wisst ihr, ich habe hier ein Problem. Ich habe hier ein Problem. Wenn du mir erzählst, dass irgendeiner einen Crash ausgelöst hat, der andere Autos auch betroffen hat, dann zeig mir doch bitte die anderen Autos. Ist das schon ein Massencrash? Oder ist das einfach fehlende Aufmerksamkeit beim Ausweichen? Das ist noch kein Massencrash, würde ich sagen. Aber wisst ihr, was noch viel witziger ist? Das ist Runde 1 und die haben schon aus dem Fahrerfeld 3 Leute in der DT. In Runde 1. Ich denke, wir sind uns da einig, oder? Ich denke, wir sind uns da einig. Das ist einfach, es ist einfach schon wieder traurigerweise 4B. Kommen hier eigentlich auch mal irgendwie Unfälle, also mit denen man auch mal ein bisschen irgendwie arbeiten kann? Also wo man auch mal ein bisschen, also ich sag mal, das ist ja schon oft Yeet. 4B. Massen, also ist Crash in erster Runde, aber kein Massencrash. Massencrash ist er, ist es noch nicht. Nee. Was haben wir denn hier? Okay, das ist schon mal nicht Runde 1. So. Meine Damen und Herren, hier wieder ein Weltklasse-Beispiel. Hier ist wieder ein Weltklasse-Beispiel. Ja? Du setzt dich also in deiner Freizeit hin. Du setzt dich also in deiner Freizeit hin und dann denkst du dir so, ha, vielleicht sollte ich mal jemanden reporten. Vielleicht sollte ich mal jemanden reporten. Und dann machst du das hier. In deiner Freizeit. Was zum effing F soll ich damit anfangen? Was soll ich damit anfangen? Soll ich mir das jetzt erraten? Ich möchte an der Stelle nochmal auf eine wunderschöne Seite hinweisen. Und zwar genau diese. Und ich weiß, ihr könnt sie jetzt gerade nicht lesen, aber hier gibt es, weißt du, das nennt sich Reporting Guidelines. Dick und fett Reporting Guidelines.
Bitte lest diese Reporting Guidelines, bevor ihr Reports einreicht. Weil wer zum Kuckuck soll denn da jetzt was einschätzen? Ich weiß weder, wer da irgendwas ist und noch irgendwas gemacht hat. No further actions. Please read the reporting guidelines. Guide Linus. Abfahrt, weg. Brauchen wir gar nicht drüber reden. So, was haben wir denn hier? Och, oh, ha. Der Fahrer Punkt, Punkt, Punkt verpasst in der Lap 1 den total den Bremspunkt und fährt mir ins Heck. Okay, das sieht safe for stream aus. Safe vor Gericht. Oh, das ist eine schöne Strecke. Wir sind in Barcelona, mal wieder woanders. Meine Damen und Herren, ist das Barcelona? Ich glaube, wir sind in Barcelona. Los. Das ist Runde 1. Oh! Eieieiei. Das könnte ja fast noch Unsafe Rejoin obendrauf sein. Oh, 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 oh. Da müssen wir aber mal ganz kurz gucken, ob der junge Mann schon vorher mal was gemacht hat. Da müssen wir aber mal ganz kurz gucken, was denn die Akte dazu sagt. Also, was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Der gute Herr hat schon zwei weitere Sachen. Und zwar causing a collision. Der hat schon zwei Reports drinne und auch zwei Strafen. Ui, 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 ui. Also, ich sag so, wie es ist. Liebe Juroren, das ist schon fast Wiederholungstäter. Und das ist hier Runde 1. Nix 4B. Da wird jetzt nur gesprochen. Nix 4B. Das ist hier nicht so eine hingewichste Gerichtsveranstaltung, wo wir einfach nur scheiß Copy und Pasten, weil da bräuchten wir die Kacke auch nicht im Internet vortragen. Weil dann könnte ich mich auch hinsetzen und einfach mal Rechtsklick machen, kopieren, einfügen, verdammte Scheiße. Was ist das hier? Herr Stuhlsen, von Ihnen habe ich was anderes erwartet. Sie müssen mir zuarbeiten und nicht gegen mich arbeiten. Das ist für mich schon fast 3 Tage Pause. Meine ich ernsthaft jetzt. Das ist für mich schon fast 3 Tage Pause, weil das ist schon, also es hört an Rücksichtslosigkeit gar nicht auf. Und hier geht es nicht darum, Entschuldigung, hier geht es nicht darum, dass hier Absicht unterstellt wird, sondern es geht darum, dass der junge Mann, Entschuldigung, Vizekatze, nee, jetzt gerade nicht. Es geht hier darum, dass der schon zweimal bestraft wurde. So, und scheinbar daraus nichts gelernt hat. So, erstens das. Das kann ja mal passieren. Aber dann das nächste. So, was ist das hier? Maga, das ist der unsafeste Rejoin EU West noch dazu. Das ist, also, ich meine, gut, dass der Essen noch aufgepasst hat, sonst wäre der auch noch rein. Wie lange sind die Strafen her? Das werden wir jetzt herausfinden. Und genau deswegen machen wir das ja jetzt hier auch. Das eine ist am 10.10.2021 und das andere ist am 30.09.2021. Also vor circa, nach Adam Riese,
Ein paar Wochen. Es ist quasi jeden Monat eine Strafe. Es ist jeden Monat eine Strafe. So, bei dem anderen, bei dem anderen ist ja jemand komplett hinten reingedonnert. Also wieder so. Und bei dem anderen ist er genau dasselbe. Also er hat jetzt dreimal dasselbe gemacht. Er ist dreimal hintereinander jemanden hinten drauf gejietet. So, und der ist relativ aktiv, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal meinen. Der ist relativ aktiv. Also es sieht schon nach viel aus, was er fährt. Er ist aber auch neu. Aber es tut mir leid. Dreimal hintereinander dasselbe gemacht, sich verbremst und jemand reingehietet. Der Rejoin ist für mich der Punkt, wo ich sage, es tut mir wirklich leid, aber das ist 3 Tage Pause. Also, weil wenn du jeden Monat so ein Ding ballerst, du musst ja auch irgendwann mal daraus lernen. Man kann sich ja verbremsen, das ist ja okay, kann mal passieren. Aber 3 Monate und jeden Monat einmal genau dasselbe, es tut mir leid, aber dann hat jemand nicht aus seinem Fehler gelernt. Das ist hart? Nee, das ist nicht hart. Menschen sollen anfangen, aus ihren Fehlern zu lernen. Und wenn du dreimal hintereinander genau dasselbe machst, dass du den Bremspunkt verpeilst und jemanden reingietest, nicht versuchst auszuweichen, also wir können uns gerne nochmal, pass auf, wir sind ja hier vorbereitet, wir können uns auch gleich nochmal den anderen angucken. Wir haben ja alle hier. Wir haben alle hier, das ist jetzt der andere Report von davor. So, das ist der. Und dann gucken wir uns den anderen auch nochmal an, damit wir uns auch wirklich, wirklich, wirklich sicher sein können, ob wir da 3 Tage Pause machen. So. Scheiße, den kann ich euch nicht zeigen. Der ist ganz komisch geschnitten. Doch, ich will euch den zeigen. Wartet. Ich baue das schnell hin. Ich baue das schnell hin. Geht das? Doch, das geht. Müsste gehen. So. Pass auf, hier. Und dann, denkt bitte da dran, behaltet im Kopf, dass das jetzt schon, das ist hier das dritte Mal jetzt. Twitch Prime is not a crime. Tamak! Huch. Fast Twitches Primus vergessen, Herr Richter. Psst, psst, psst. So, und das haben wir jetzt dreimal, jeden Monat einmal. So. Es tut mir wirklich leid, aber das ist 3 Tage Pause. Das ist 3 Tage Pause.
So, und dazu schreibt man noch, da dieses Verhalten bei dir schon mehrere Male auftrat, hast du jetzt 3 Tage Urlaub und kannst über diesen Unfall reflektieren. Sagt man das so? Über diesen Unfall reflektieren? So. Du hast jetzt 3 Tage und kannst dein... Oh ja, stimmt. Und kannst dein... Fehlverhalten reflektieren. So, und Leute wollten 4b raushauen. Es tut mir leid, aber nee. Was haben wir denn hier? Okay. Können wir zeigen? Zur VR? Sorry, kann ich nicht zeigen. Geht nicht, weil dein Overlay ist wieder auf ganz woanders. Geht also nicht, sorry. Oh. Oh, hier hat sich jemand wirklich ganz viel Mühe gegeben. Der hat sich wirklich super viel Mühe gegeben bei der Beschreibung der Gerichtsgeschichte, ja, aber leider Gottes können wir es nicht zeigen, weil der Nametext anhat. Hier ist genau derselbe, das können wir auch nicht machen. Ich muss halt immer gucken, dass wir gewisse Sachen nicht sehen können. Also es gibt hier Leute, die wirklich so viel reporten, also wirklich so viel reporten, dass es einfach, also das muss bei denen schon Freizeitaktivität sein. Also das muss bei denen wirklich schon Freizeitaktivität sein. Also meine Fresse, hier ist ein netter Mann, von dem habe ich jetzt schon letzte Woche und diese Woche 6 Reports gesehen. Ich lese die Anklageschrift vor, meine Damen und Herren. Die ist auch sehr ausführlich. Bereits in den Runden zuvor war die 1 sehr aggressiv unterwegs. In T10 hat er bereits ein paar Runden zuvor einen anderen Fahrer auf dieselbe Art und Weise regelrecht abgeschossen. Deshalb habe auch ich nach rechts gezuckt, um Größeres zu vermeiden. Auf dem Replay ist der Aufprall nicht als schlimm zu empfinden. Doch die knapp 4 Sekunden Heckschaden sprechen für sich. Ohne eben diesen Schaden wäre für mich noch ein paar Plätze möglich gewesen. Hören sagen. Leider sind nur 2 Reports pro Rennen möglich. Und auch nur, wenn man selbst betroffen ist. Doch hoffe ich, dass die anderen 3 Fahrer, welche einsamgeschossen wurden, auch reporten. Denn sein Verhalten in diesem Rennen war unter aller Sau. Bei Bedarf lasse ich der Rico gerne das komplette Replay aus der Session zukommen. Denn meiner Meinung nach gehört solch ein Public Lobby Verhalten nicht in die LFM. Halb Roman, okay. Aber judgen tun wir, nicht du. Also davon mal erstmal abgesehen. Und dann gehen wir rein jetzt hier. Gucken wir mal. Komplett den Bremspunkt weggejietet.
komplett den Bremspunkt weggejiedet. Ja, Es war jetzt nicht Runde 1. Was ist nicht im Report? Hä? Wieso? Was ist denn? Was? Hä? Wie? Was ist nicht im Report? What the fuck? Das Video muss noch länger sein? Hä? Nee. Warum? Wofür? Ob er sie... Wo will er ihn denn vorbeilassen? Wer will den dann da vorbeilassen? Also ist doch offensichtlich, dass er ihn nicht vorbeilassen will. Also, hm? Bagger, das ist aber, also das ist schon richtig hart verbremst. Okay, 3B, Causing a Collision. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir hier Unfälle jeglicher Art mit Beeinträchtigung zur Folge. Vielleicht noch ein Tipp beim Verbremsen wegen Außenbleiben. Das ist, ich glaube, bei dem wäre das egal gewesen. Der hätte ich so oder so, hätte dich weggejietet. Herr Stulzen, haben wir da eine Anklageschrift eigentlich parat? Haben wir da eine Anklageschrift parat? Da muss ich auch gleich mal gucken, ob da noch einer reingereportet hat bei demjenigen. Alter, da sind aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reports in 2021. Maga, der hat im Juli hat er 4 Reports reingedrückt gekriegt. Im Juni. Also, what the actual fuck? Und alles dasselbe. Es ist immer dasselbe. Causing a collision. Aber er hat schon mal eine längere Pause gekriegt. Im Juli. Ja, also er hat schon mal eine längere Pause gekriegt. Und noch mal eine längere Pause gekriegt. Junge, 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 Junge. Alter, wenn du doch so viele
wenn du doch so viele Sachen schon kriegst, das, also wirklich, es tut mir leid. Das sind 8 Reports nur dieses Jahr. Das ist schwer. Alter, das sind 8 Reports nur dieses Jahr. Wir müssen näher recherchieren, Chat. Wir müssen mehr recherchieren. Also er hat 126 Starts gehabt bis jetzt. 126 Starts, er hat richtig harte Drops gehabt und jetzt ist er wieder, also hat sich hochgekämpft und sein Safety Rating ist bei 9,59. Also ich sag mal so, er wird schon fahren können. Ich habe aber das Gefühl, dass nicht alles... Also, dass nicht alles reported wird. Aber 9 Reports in einem Jahr ist schon echt viel. Ich würde trotzdem, ich würde ihm keinen Permaban geben. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich würde das auch nicht entscheiden. Weil das übersteigt meine Gehaltsstufe. Ich glaube, dieser Fall übersteigt meine Gehaltsstufe. Weil ich persönlich... würde ihm richtig einen Text um die Ohren ballern. Weil es tut mir leid, 9 Reports in einem, also wirklich seit, also wir haben jetzt seit Juli 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reports in den letzten 4 Monaten. Also er muss viel fahren, gehe ich von aus. Also er muss viel fahren. Aber wenn das jetzt so sein Verhalten ist, warte mal, wir gucken mal kurz in den anderen Report rein. Was da passiert ist. Das Problem ist, ich kenne den Fahrer halt auch. Das tut mir ein bisschen weh. Das Ding ist halt, es ist wirklich, also ich gucke das hier wirklich durch und es sind einige, also es ist oft dasselbe. Es ist oft dasselbe. Das Problem ist, passt mal auf, jetzt hört mir mal schnell zu. Ich kenne diesen Fahrer, ich persönlich kenne ihn, okay? Weshalb ich
sehr befangen wäre, das zu entscheiden. Wenn ich das jetzt aber so durchgucke, dann sehe ich sehr oft denselben Fehler. Und die Menge an Reports finde ich ein bisschen krass und viel, aber ich habe davon noch keine Ahnung. Ich habe davon keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Also das ist der, den wir, wo wir am meisten hatten bis dato. Wieso Schluppauge? What the fuck? Wie kommst du denn auf Schluppauge jetzt? Nee, das heißt nur Meldung, nicht bestätigte Schulden. Also ich werde ihm keine 3 Tage geben, Chat. Ich muss noch mal einmal, ich muss mal gucken, ob er noch mal 3 Tage gekriegt hat schon. 150 Champion Points, 150 Champion Points. Was hat er gekriegt hier? Penalty, 150 Champion Points. Also er hat oft 150 Champion Points gekriegt. So. Ja. Sehr oft, also 100, 150 Champion Points. Er hat noch nicht 3 Tage Pause gehabt. Und jetzt ist die Frage, sind 3 Tage Pause zu viel? Weil auf die Masse der Rennen gerechnet. Das ist eine wirklich schwere Entscheidung. Also ist wirklich eine schwere Entscheidung. Also ich habe mir jetzt nur vier von diesen Reportings angeguckt und 4-mal wurde da reingeeatet. Also Perma ist das nicht. Also von Perma reden wir nicht. Das ist außer Frage. Ui. Drei Tage. Drei Tage Pause, Chat. Also das ist mein Urteil, 3 Tage Pause. Einfach nur, damit derjenige Herr oder der Fahrer, Fahrerin, sich darüber mal Gedanken macht. Nee, ich kann das nicht judgen, Chat. Das Ding ist halt, ich kann es nicht judgen, das wäre Befangenheit. Das muss jemand anders judgen. Also wirklich jetzt, das Ding ist halt, genau deswegen, normalerweise würde ich dem 3 Tage reindonnern, weil wenn ich das schon sehe, die Historie sehe, würde ich dem easy 3 Tage reindonnern. Da ich ihn kenne, fällt es mir schwer, deswegen judge ich das nicht. Ich glaube, das wäre die einzige sinnvolle Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Ich gebe das weiter an jemand anderes. Weil sonst die Strafe wäre nicht vernünftig. So, next. Was haben wir denn hier? Anklageschrift. Zu erkennen ist, dass er auf der Geraden auf meinen Move wartet. Als ich nach rechts ziehe, zieht er auch nach rechts. Und in T1 sieht man... In der Lenkphase, seine Lenkung geht auf, um mich mit Absicht rauszudrücken.
Gut. Dann gucken wir mal. Warte mal kurz. Eieieiei. Also ich sag's ganz ehrlich, ich würde da gar nichts machen. Ich würde da nichts machen. Das ist für mich ein Rennunfall. Also beide sind viel zu spät auf dem Pinsel, also auf der Bremse, auf der Geraden. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich hab das schon. Ich warte mal, Necro, entspann dich mal. Ich weiß schon, was du da redest, aber ich glaube, dass du da falsch liegst. Nee, ich will deins nicht sehen. Tobias, ich guck mir LFM-Sachen an, nicht deine. Sonst schickt mir nachher jeder was. Also erstmal stehen beide viel zu. Also beide sind zu spät auf dem Pinsel. Also zweitens. Okay. Wir gucken noch mal kurz. Beide sind zu spät auf dem Pinsel. Erstens das. Zweitens wird hier ja gesagt, also hier wird gesagt, dass hier was forciert wird. Okay, also hier wird, es wird gesagt, die Anklageschrift lautet ja, dass der Porsche absichtlich den anderen abdrängt. So, jetzt achten wir mal auf das Lenkrad. Er fährt rum und öffnet ganz normal. Also ich sehe nicht, dass da rüber gejietet wird. Ich sehe das nicht. Also woher soll ich jetzt hier erkennen, dass er absichtlich rüberfährt? Ist für mich überhaupt nicht ersichtlich. An keiner Stelle. Er fährt seine Linie, weil die beide zu spät gebremst haben. Er fährt seine Linie. Guck mal, wie lange er das Ding da stehen hat. Irgendwann musst du ja mal deine Lenkung aufmachen. Also ich sehe hier nicht, dass das, ich sehe nicht, dass da reingejedet wird.
Nee, ich will, das Ding ist halt, wisst ihr, die Leute, du kannst ja sagen, was du willst, aber was willst du jetzt hier judgen? Also an der Stelle, was willst du judgen? Ihr steht beide zu spät auf der Bremse. Beide. Beide kriegen die Kurve nicht. So, wie lange, das Ding ist, er muss ja auch irgendwann mal rausbeschleunigen. Also, natürlich ist das nicht geil, aber ich sehe hier nicht, also, woran soll ich sehen, dass das absichtlich ist? Niemand kann sehen, dass das absichtlich ist. Und sorry, Necro, dass man das sieht, Verzeihung. Woher soll ich entnehmen, dass das absichtlich ist? Er bremst mit Absicht zu spät? What the fuck? Achtet mal auf die Bremslichter. So, beide bremsen an derselben Stelle. Der Audi bremst einen Meter früher. So, und der Porsche bremst auf dem normalen Bremsbogen. So, also haben sie sich, also hat sich sowohl der eine als auch der andere verbremst. An der Stelle, mir geht es nur darum, wie zum Fick willst du dem Porsche nachweisen, dass der absichtlich den Audi weggejietet hat? Weil sie diese Kurve, sie treffen die Kurve nicht. Weder, also keiner von den beiden trifft die Kurve. Keiner von den beiden trifft die Kurve. So, der Audi hat einen anderen Lenkwinkel, weil er einen Meter früher schon gebremst hat. Das heißt, er kann die Kurve enger nehmen. Und der Porsche kann das nicht, weil der halt noch einen Meter später stand. So. Aber wo ist denn das jetzt Absicht? Also, wo willst du... Ich hätte ja gesagt, pass auf, wenn er noch einen Meter später gebremst hätte als der eigentliche Bremspunkt, okay. Aber er steht genau auf dem 100er-Schild, auf dem Bremspunkt, stapelt er da rein. Hier geht es darum, dass das mit Absicht, hier wird gesagt, dass er ihn rausforciert. Mit Absicht. So, das ist der Vorwurf, dass der Porsche den Audi mit Absicht abgehietet hat. Necro, okay. Nehmen wir das. Dein Indiz dafür ist, dass er die Lenkung aufmacht. Ja, wo soll er denn hin? Also, wie weit soll er denn noch lenken? Also irgendwann, sein Auto steht ja schon gerade. So, er hat hier die Lenkung eingeschlagen und hier hat er nichts aufgemacht. Und das ist auch nicht im ersichtlich. Ich meine, das ist nicht böse. So, das Ding ist voll eingeschlagen. Wie viel soll er noch lenken? Also, verstehst du, wie ich meine? Wie viel noch? Der lenkt volle Esse ein. So, und der Vorwurf an der ganzen Sache ist, nochmal, der Vorwurf an der ganzen Sache ist, dass er das forciert. Nee, macht, der ist voll eingelenkt. Also, wo forciert er das denn? So, er macht irgendwann, wenn er rum ist, macht er auf. So, er ist immer noch bei 90 Grad Lenkung. Immer noch. So, und mir geht es ja hier nur darum, dass der Vorwurf lautet, dass das forciert ist. Das Ding ist einfach, da steht der verbremst.
Nee. Nochmal, also ich weiß nicht, was du damit meinst. Okay, wir gucken das jetzt nochmal in langsam. Ach nee, das geht ja hier nicht, ne? Oder? Doch. Wir gucken das jetzt nochmal in langsam. Er fährt in die erste Kurve rein. Also er bremst zu spät. Ich sehe die Bremseingabe, kann ich euch nicht zeigen wegen den Namen. Er sitzt auf der Bremse, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Der steht volle Esse auf der Bremse, immer noch, immer noch, immer noch. Jetzt löst er die Bremse. Und er lenkt volle Esse in. Er macht die Lenkung auf und lässt sie stehen, anstatt dem Ganzen auszuweichen. Und das ist mein Grund, warum er mich von der Strecke drückt. Bagger, hier ist der Kontakt. Hier. Hier an dieser Stelle berührt ihr euch. Das Ding ist über... Wie viel sind das? 90? Über 90 Grad. Wo soll er denn hin? Wie viel soll er noch lenken? Beide Bremsen verkehrt. Beide. Wo zum Fick soll der hin? Der hat das Ding auf volle Esse reingehämmert und er ist zu schnell. Wo zum Fick soll er hin? So, und hier ist das alles schon passiert. Hier habt ihr euch schon getroffen. Also, tut mir leid, aber wo soll er hin? Er kann nirgendwo hin. Verbremst, zu schnell, Lenkung voller Esse ingeschoben und der schiebt hundertprozentig, kann es leider nicht hören, aber der schiebt hundertprozentig über die Vorderachse schiebt er schon. Und wo soll er hin? So, und jetzt kommt ja der Punkt, jetzt sagst du, also Entschuldigung, Negro, aber jetzt sagt derjenige, der das reportet, dass das mit Absicht ist. Maga, der sitzt so in der Lenkung. Woran soll ich erkennen, dass der mit Absicht in dich reinlenkt bei so einer Lenkung? Der ist schon am Untersteuern. Der schiebt über die Vorderreifen. Der kann gar nicht rum. Geht nicht. Ich kann die Maus da nicht rausnehmen. Ist nicht meine. Weil man mehr lenken kann? Ja, so, pass auf. Jetzt sehen wir hier mehr lenken. So, du hast 180 Grad drinne. Du hast 180 Grad drinne. Woher soll er wissen, wie du lenkst? Also jetzt mal wirklich. Woher soll er wissen, wie du lenkst? Wie du diese Kurve fährst? Wenn er neben dir ist? Wenn er schon in der Bremse drinne steht? Auf der Bremse ist, ausrollen lässt und schon reinfährt und so eingelenkt hat. Woher soll er deinen Lenkwinkel wissen? Also, verstehst du, mir geht es einfach darum, woran möchtest du erkennen, dass das Absicht ist? An der Stelle kommt noch dazu, du weißt nicht, was für einen Lenkwinkel er im Lenkrad eingestellt hat, das, was auch gerade im Chat steht, welchen Lenkwinkel er eingestellt hat, was in seinem Lenkrad drin steht, du hast keine Ahnung davon. Also woran zum Kuckuck soll ich erkennen, dass das Absicht ist? Für mich ist das einfach nur richtig schmutzig verteidigt. Das ist das, was ich sehe. Dass zwei Leute kämpfen und einer schmutzig, sehr schmutzig verteidigt hat. Aber Absicht kannst du hier nicht, also niemand kann das sehen. Wenn er jetzt so gefahren wäre und hätte das Lenkrad voll nach links gerissen, um dich zu schneiden, dann kann ich das ja verstehen. Aber da ist ja für mich als Judge nicht zu ersehen, Ruhe, für mich als Judge ist doch überhaupt nicht zu ersehen, dass er dich absichtlich abdrängt. Also ist doch, man kann es doch gar nicht sehen. Visuell.
Also für mich ist das no further action. So, und eine Sache möchte ich jetzt selber noch sehen, währenddessen der Porsche drin ist. In einfacher Geschwindigkeit. Es ist trotzdem, es spielt keine Rolle, Necro. Weil es ist, es tut mir leid, aber das ist halt einfach nur Racing. Er verbremst sich, du verbremst dich, ihr fahrt beide eine Käsekuchenkurve und dann passiert das halt mal. Ey, wenn wir uns wegen allen Berührungen, Necro, jedes Mal jemanden anscheißen würden, dann würden wir den ganzen Tag eigentlich nur noch Reports abschicken. Also der Grund dafür ist, dass es schmutzig war. Zwei Kurven später hat er mich abgeschossen. Aber das passiert, ich war ihm nicht sauer. Warum schickst du denn nicht, dass er dich abgeschossen hat? Na, ey, jetzt mal wirklich ohne Witz. Also wirklich, dass das schmutzig ist. Da müssen wir nicht drüber reden, okay? Da müssen wir nicht drüber reden. Er lässt dir kaum Raum. Er lässt dir kaum Raum zum Atmen. Und fährt eine ganz harte Linie. Aber ich meine, ja, das ist Rennfahren. Wir sind halt nicht in Watte eingepackt. Also wirklich jetzt. Und hier ist nicht irgendwie ersichtlich, dass er dich volle Esse weghietet oder dass er in dich reinlenkt oder sonstiges dergleichen. Also ganz ehrlich, wir fahren hier nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also was will, also jetzt mal wirklich, ich frag dich jetzt mal dagegen. Was wäre denn deine Strafe? Also, ich mach dir, warte mal, ich mach mal den Strafenkatalog auf und dann kannst du gerne mal, weil das ist ein gutes Beispiel. Und ich möchte dich damit, Necro, überhaupt nicht ärgern. Und ich will auch nicht mit dir irgendwie was Schlechtes oder so. Ja, ich möchte mit dir da sinnvoll drüber reden, weil ich denke, du und ich, als auch ich, können daraus was lernen. So, was würdest du ihm denn jetzt an deiner Stelle, wenn du das judgen würdest, was würdest du ihm jetzt geben? Das sind, also bis auf Perma-Ausschluss, weil, ne, aber was? Solange dich Necro niemand wegjietet und dir voller Esse hinten reinfährt und dich bis zum Mond schießt, ist alles fair. Also auch wenn es hart und schmutzig ist, es ist immer noch fair. So, du berührst dich halt. Es war für mich forcing another car on track. Dann bist du bei 60 Elo und 3 Safety Rating. Mir geht's um den Respekt. Der kann dich ja trotzdem respektieren, Necro. Das hat ja nichts damit zu tun, dass er dich nicht respektiert. Hast du mit ihm geschrieben? Also hast du mit ihm aktiv geschrieben? Hast du dir die Mühe gemacht, mit ihm darüber, also hast du ihn angeschrieben und gesagt, hey, was war denn da los? Also bist du. Und was hat er gesagt? Also war er scheiße? War er cool? Habt ihr darüber vernünftig gesprochen? Sonst will ich ihn nicht reporten. Man sieht den Move auf der Geraden, dass er nicht viel vom sportlichen Fighten hält. Das, ey, ohne Scheiß.
das Problem an der ganzen Sache ist, da könnt ihr halten von, was ihr wollt. Er kann die Linie wechseln und das sich berühren, es ist halt einfach so. Was willst du nochmal, was willst du da reporten? Also, wenn ich jetzt den Text dazu hätte, was er im Chat geschrieben hätte, dann wäre das ja vielleicht was anderes, okay? Aber das, was ich da sehe, das kann ich nicht reporten. Da, ganz ehrlich, was zum Fick soll ich mir da aus dem Arsch leiern? Dass sie sich auf der Geraden berührt haben, weil sie beide am Fighten waren, schon 3 Kurven vorher, vollgepumpt mit Adrenalin und vielleicht nicht ganz so durchgesehen haben? Oder dass beide sehr spät auf dem Pinsel stehen, der eine in die Kurve einlenkt und 360 Grad und der andere nicht und dann fahren sie ineinander rein? Was zum Fick willst du da, was willst du dem für eine Strafe geben? Also an welcher Stelle ist nochmal ersichtlich, dass er forciert, dass der Audi von der Strecke kommt? Da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts ersichtlich, dass das in irgendeiner Form so absichtlich ist, Abdrängen eines Autos ist. Weil schon alleine nur die Lenkwinkel, wenn du die Lenkwinkel vergleichst, der eine ist 90 Grad und der andere 180 Grad. Naja, am Ende des Tages kannst du dir so viel Platz lassen, wie du willst. Wenn der eine 180 Grad und der andere 90 Grad wechselt, ja, dann wirst du dich so oder so treffen. Das ist Physik. So, jetzt könnte man aber auch das Ding, den Spieß umdrehen und sagen, ja, Necro hat den Crash forciert, indem er einfach 180 Grad eingelenkt hat. Weil da sind wir nämlich an dem Punkt, wo das ersichtlich ist, dass der Audi einfach mal 180 eingelenkt hat und von links reinfahren will. So, und dann kannst du nämlich auch sagen, der Audi forcierte den Crash mit dem Porsche, um was Besseres, um irgendwie was Besseres da rauszuholen. Und genau deswegen, was zum Kuckuck möchtest du bei diesem Vorfall? Das geht nicht. Da ist nichts passiert. Also, sie haben sich berührt, okay. Ist in Ordnung, kann passieren. Aber da ist nichts Forciertes. Man sieht hier gar nichts. Wenn da jemand, wenn wir jetzt den Audi nehmen, den Mercedes von vorhin nehmen würden, der nicht mal auf die Bremse geht und von hinten volle Esse rin jietet und nicht auf der Bremse steht, da ist ganz klar ersichtlich, dass das Absicht ist. Aber hier ist nichts ersichtlich, dass irgendwas in dieser Form Absicht ist. Das tut mir leid, aber ist es nicht. Und für mich auch ganz schwer zu ersehen. Und das sind auch, also da möchte ich euch jetzt mal ganz kurz an der Hand nehmen. Es gibt immer unterschiedliche Ansichten. Und ich wette mit dir, 9 von 10 Fälle sind garantiert nicht forcing off track. 100% nicht. Wenn du sowas einen Judge gibst im realen Leben, der gibt dir eine Ohrfeige und sagt, verpiss dich, hau ab. Was soll ich mit dem Quatsch? No further action. Der Porsche hat sich übrigens auch nicht verbremst. Theoretisch. Theoretisch.
Aber es ist ein endloses Thema, weil da jeder, ich glaube, den Report hat schon jemand durchgemacht. Nee, never mind. Okay. So, dann machen wir noch einen, wa? Ist das hier TOS-konform? Das ist LFM TOS-konform. Let's go! Runde 1, by the way. Es fällt mir sehr schwer, gerade nicht zu lachen. Und ich darf nicht lachen. Runde 1, Causing Collision. Ich will aber mal wissen, steht der zu spät auf der Bremse? Nee, eigentlich nicht. Okay, also er bremst früher. Okay. Er bremst früher, als er soll. Was gut ist. Aber er löst die Bremse ungefähr viermal. Also hier bremst er voll. Hier geht er schon wieder runter bis zur Hälfte. Jetzt bremst er wieder voll. Voll, voll, voll. Jetzt geht er wieder runter. Jetzt bremst er wieder voll. Oh Mann. Was? Okay. Jetzt muss ich aber... Oh shit, nein, 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 nein! Oh Gott, ganz... Das darf ich nicht judgen, Chad. Das darf ich nicht judgen. Das geht nicht. Hat irgendeiner was gesehen? Fuck my life. Oh, das geht mir so auf den Pinsel mit den ganzen Namengedödel. Oh, das regt mich auf. Ich muss trotzdem mal was gucken. Passiert das öfter? Nee. Nee, nicht wirklich. Aber der hat halt auch schon 103 Rennen. Maga, was? Der war mal bei 0,7 Safety Rating. Eieieiei, das ist ja richtig wild. Ey, also wirklich bei manchen Fahren. Das ist halt, Herr Schulzen, haben Sie gerade mal den Anklager, den Text parat, bitte? Nee, das ist nicht 3B, das ist 4B. Weil Lab 1 und so. Herr Gerichtsschreiber, sind Sie da? Ha! Zum Glück haben wir heute so oft Lab 1 gehabt. Ja, okay.
Uiuiuiui. Also einen würde ich mir noch geben, Chat. Einen würde ich mir jetzt noch geben. Was haben wir denn hier? Alter, also... Sag mal, also... Also... Was? Also... Sag mal, was ist das denn? Kann mir mal einer die Farben erklären? Das war aber richtig reingejoinkt. Ja, gut. Ist einfach mal Unfällchen. Das ist... da sind wir eigentlich bei 3b. Unfälle jeglicher Art. Oh, scheiße, ich habe den Report zugemacht. Oh-oh. Okay, hab den richtigen. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht ausweichen. Ich verstehe das auch nicht, du, Dean. Also, ich bin ganz ehrlich, ich frage mich sehr, sehr häufig, was bei den Leuten bei so einem Crashes vorgeht, weil man sieht das ja relativ häufig. Aber dann denke ich mir immer, vielleicht ist denen das noch nicht oft genug passiert, dass sie sofort nach links ziehen oder sie sind ein bisschen älter und haben nicht mehr so die Reflexe oder sie haben Schockstarre oder, also es gibt super viele Gründe dafür. Also man kann, das Ding ist halt, das ist ja das, was ich mit der Absicht vorhin, ich habe nämlich in der ersten Episode auch versucht, jemanden Absicht unterzunageln, damit die Strafe etwas praller ausfällt. Und, viele Dinge, so, ey, du hast keine Ahnung, vielleicht ist das Kind gerade reingekommen, vielleicht ist dein Bremspedal kaputt gegangen. Ey, du hast wirklich null Ahnung, was da passiert sein kann. Null. Und das ist also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Kurve 1 einer wegjietet. So, und dann haben sie das noch nicht, dann haben sie das irgendwie vielleicht noch nicht gecheckt oder so und dann, ja, hast du den Hut auf und drinnen sitzt er. Drinnen sitzt er. So. Das wäre jetzt mein letzter Fall. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, haben wir irgendwo, hat noch jemand den Text Paratski gehabt dafür? Das wäre jetzt der letzte. Wir haben jetzt 2 Stunden lang Fälle bearbeitet. Wir müssen ja auch für nächste Woche noch was haben, ne? Herr Stuhlsen, sind Sie da, zufällig? Ob das manche einfach nicht juckt, besser 2 wegschubsen, als im Gras zu landen? Ja, also, können Sie mir mal für Causing a Collision, können Sie mir mal was geben mit der Bremse da, oder was? Ich meine, hallo, Herr Stuhlsen, was ist denn jetzt hier Ihr Job? Also, verstehen Sie mal. Ich weiß das auch nicht, du. Ich kann dir das nicht sagen. Also, wir sehen sehr viele solche Fälle.
Und es sind oft die gleichen Fälle, was nicht, finde ich persönlich nicht schlimm ist. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das ist uns allen in unserer Karriere irgendwann schon mal passiert. Bin ich ganz ehrlich. Also, wem ist das noch nicht passiert, dass er aus Versehen mal wirklich jemanden weggejietet hat? Also, wo man sagt, ach scheiße, ich habe mich um 2 Meter habe ich mich verschätzt und dann. Ich snack grad Bogger mit Svenny. Kannst du. Herr Stulzen, kommen Sie bitte wieder rein in den Saal, verdammte Scheiße! Sonst haben Sie hier wieder 5 Wochen Verbot, in den Gerichtssaal zu kommen. Verdammte Kacke, soll ich Sie gleich feuern oder was? Herr Stuhlsen, rein jetzt hier. Ich brauche die Anklageschrift, verdammte Scheiße. Nicht die Anklageschrift, den anderen Wisch, den ich abgeben muss am Ende, verdammt. Und hör auf mit Svenny die ganze Zeit Bocker zu fressen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Stuhlsen wieder hier, verdammt noch eins. Sag mal, Herr Stuhlsen, wollen Sie mich jetzt eigentlich völlig verkackeiern hier am letzten Fall? Fangen Sie noch an rumzugammeln oder was? Den ganzen Tag haben Sie prima gearbeitet und jetzt? Soll ich Sie gleich kündigen oder was? Ich brauch das scheiß Urteil jetzt! Ich hab die Szene nicht gesehen. Herr Stuhlsen, wenn Sie mir jetzt nicht für Causing a Collision und zu spät auf der Bremse stehen, den hässlichen Scheiß Urteilsdings geben, dann knallt's, aber richtig ins Gesicht. Und dann ist hier aber Feierabend. Und dann sind Sie gekündigt. Haben wir uns da verstanden? Kannst du dir wohl bitte nicht ausdenken. Dankeschön, Herr Stuhlsen. Weltklasse gearbeitet heute. Wir sollten uns da mal über eine Gehaltserhöhung unterhalten. Also sehr professionell, fand ich tolles Verhalten heute. Auch ganz klasse Teammensch. Großartig. Ganz, wirklich ganz toll mitgearbeitet, Herr Stuhlsen, heute. So, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Ab nächste Woche könnte es eventuell sein, dass wir sogar noch jemanden mit dabei haben. Dann. So. Wir verlassen den Gerichtssaal. Ich möchte das Gericht für den heutigen Tag schließen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie beigewohnt haben. Jury-Chat, Dankeschön. Feierabend jetzt. Ruhe im Saal. Schluss.